Ah ja, ich sehe auch schon, wofür wir den goldenen Schlüssel wahrscheinlich benötigen. Da ist ja nämlich noch die goldene Tür. So, kurz safen. So, Defense. Hi. Armor. Und du. Mehr Mana. Ja. Fürs nächste Mana-Upgrade müssten wir noch mehr zahlen. Deswegen 20%ige Chance zu stunnen. Ist auch nicht schlecht. So, kurz. Okay, hochheilen können wir uns nicht mehr. Wir sind schon voll geheilt. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt bessere Rüstung. Das heißt, wir können besser einstecken. So. So, euren Spawner kaputt machen und euch kaputt machen. Heilzeug einsammeln. Den da ausschalten. So. Wow. Und das tat weh. Auge, 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 Auge. Es fehlen nur noch laufende Kiefer. Dann heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. So. Einmal hier durchheizen und den Spawner töten. Und hier alles aufsammeln. Die Bronzetür lassen wir erstmal geschlossen. Das ist nämlich, glaube ich, dann der Weg zurück. So. Du zauberst hier nicht. Goldtüre. Dafür müssen wir erst den Goldschlüssel von da drüben besorgen. Und hier ist auch nur Schatzraum, hä? Ja, hier ist Schatzraum. Wobei Schatzraum finde ich gar nicht mal so schlecht. Gibt mehr Geld. Und Geld können wir nie genug haben in dem Spiel. Wir wollen ja immerhin unsere Sachen noch upgraden. Okay. Dann öffne ich doch hier mal die Bronzetür. Und guck dann nachher gleich zurück und hol mir da den Goldschlüssel. So. Euch beide weg. Dich weg. Blöder Magier. So, ich bin froh, wenn ich die explodierenden Viecher hier nicht mehr tragen muss. So. Und hier ist auch nur eine Schatzkammer. Au. Ja, Gold aufs Sacken, während wir von so einem Stachelding. Und ja, ich glaube wirklich, dass die beiden Gebiete miteinander verbunden sind, die beiden Goldtüren. Also es ist egal, welche von beiden wir öffnen. Gut. Falsche Richtung. Ja, eben Akt 3 ist definitiv etwas länger als 1 und 2, muss ich jetzt ehrlich gestehen, wenn ich es schon mal so auf einen Blick auf meinen Uhr riskiere. Aber das hält uns nicht wirklich auf, oder? Vor allem hier ist es ziemlich verwinkelt und so weiter. Ich hoffe mal, also was heißt verwinkelt, verzweigt? Ich hoffe mal, Akt 4 wird da nicht mehr ganz so unübersichtlich sein. So, hier kurz. So, den da zerstören. Und dann hier durchheizen und den Spawner killen. So. Jetzt können wir die Augen zusammen sammeln. Ja, genau. Folgt mir nur. So.
Ihr könnt mir auch alle folgen. Folgt mir, folgt eurem, dem Herrn eures Untergangs. Ich bringe euch alle zum Augenarzt. So. Die müssen wirklich alle nachher zum Augenarzt. Außerdem, wer macht sowas? Wer reißt Leuten die Augen aus und benutzt sie als Wachhunde? Naja, wahrscheinlich diese komischen untoten Magier. Passage. Ah ja, Abkürzung. So. Und ich habe dich schon gesehen, Secret Auge. So. Found a Secret Area. Ich habe einen Goldschlüssel. Da will ich aber noch nicht lang. Ich will mal nach da oben gucken. Weil da sieht es auch noch vielversprechend aus. So, einmal durch das Auge durchgeheizt, ist es schon weg. So. Oh, da drüben ist schon wieder ein Bossauge. Das habe ich doch gerade gesehen, so aus dem Augenwinkel. So, kommt her. Puss, puss, puss. So. Wow. Wow. Jawohl. Weg mit dem Bossauge. Und kurzen Rückzug zur Heilung. So, jetzt kann ich mich etwas besser heilen, wenn der mich nicht stört. Und ich kann die Sachen hier weiter zerdeppern. Es müsste wirklich hier auch Erfolge geben. Aber warte, die gibt es glaube ich sogar. Garantiert gibt es einen Erfolg für 10.000 Sachen zertrümmert oder so. So, den da loswerden, weil der bewacht eine Vendor-Münze. Und Mana. Hier sieht nichts irgendwie verdächtig aus. Nö, wieder falscher Zauber. Egal, mache ich den Brummkreisel. So. Wow, aber das hier ist gemein. Wow. Erst einmal das Ding ausschalten. So. Und dann den Rest. Das sieht verdächtig aus. Also erstmal ist da eine Vendor-Münze. Dann sind da Stacheln. Dann ist da noch ein Schalter, den ich nicht erreichen kann. Gucken wir erstmal, was hier oben ist. Noch eine Goldmünze und ein Save-Point. Goldmünze. Noch ein Goldschlüssel. Ach, ihr könnt mir gar nichts. Ihr seid putzig. So. Gut. Ich habe noch eine Heilflasche. Ja, dann muss ich wohl wirklich erstmal hier durch die Lava durch. So, gucken wir mal. Du bist Lava. Du aber. Hier ist nichts. Nein. Nein. Au. Gut. Gut, hier ist was. Könnt ruhig um die Ecke kommen. Habe ich nichts dagegen. Finde ich ganz gut, wenn ihr hier abfackelt. So, sehr schön. Hier lang. Gut, ich bin draußen. Das Ding weg.
So. Heilung durch Boost, durch Combo. Ist gut. Self-Heilung ist noch besser. Gut. Gold, 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 Gold. Also ja, hier kann man wirklich dicke Beute machen. So. Alles töten. Und hier muss irgendwo auch ein Schalter sein. Toll, jetzt bin ich hier. Okay. Aber hier gibt es wieder keinen Schalter. Nö. Oder übersehe ich wieder was Wichtiges. So, du bist Lava. Du bist keine Lava, du bist auch keine Lava. Ihr seid Stacheln. Autsch. Gut, sind wir wieder hier oben. Hier drüben müsste ich irgendwie rankommen. An den Schalter, aber ich sehe hier wieder nichts, was darauf deuten könnte, dass hier irgendwo was versteckt ist. Und diesmal bin ich mir sicher, dass es hier den Weg geben muss, weil den Weg von oben sehe ich nicht. Und hier ist auch nichts. Nein. Autsch. Und ja, ich bin schon bei 11 Toten, weil ich jetzt zweimal in die Stacheln reingerannt bin. Au. Und jetzt mich selber abfackel. Autsch. Und wieder in die Stacheln, obwohl ich sie gar nicht berührt habe. Ja. Du mich auch. Au. Au. Hier ist aber nichts. Au. Nee, hier ist nichts. Ah, dann rutsche ich mir Buckel runter. Hier können wir auch nichts einschlagen. Nö. Dann muss ich auf die eine Vendor-Münze verzichten. Außer da drin ist jetzt irgendwas. So, erstmal jetzt Gegner töten. Rache für meine drei Tote jetzt. Für drei sinnlose Tote. So. So. Weg mit den Magiern. Weg mit allem, was mir auf die Nerven geht. Lebenspunkte einmal hier durch. So, jetzt gehe ich einfach mal hier durch. Einmal durchschnitzeln. So. Ich bin angepisst. Merkt man gerade, gell? Also der dritte Akt ist wirklich ein nerviger Akt, muss ich ehrlich zugeben.
Akt 1 und 2 fand ich da doch ein bisschen gemütlicher. Und hier steht überall Zeug an der Wand, das ich nicht lesen kann. So, jetzt sag mir bloß nicht, hier ist irgendwo... Hier ist auf jeden Fall ein Schalter, an den ich von dieser Seite nicht komme, weil die beiden Dinger doch nicht miteinander verbunden sind und ich jetzt außen rumlaufen muss. Was hat mir das jetzt hier überhaupt dann gebracht? Ja, ein Haufen Gold, aber... Ich hatte mir wenigstens erhofft, dass hier drin der Schalter wäre. Aber nicht mal das ist hier. Na komm, ich will zurück. So. Na. Rutsch mit dem Buckel runter. So. Hier oben ist auch nirgendwo was Verdächtiges. Das heißt hier runter, Save Point, dann durch die andere Tür. So, dashen wir zweimal. Und jetzt machen wir erstmal den Creeper kaputt, der uns 10 mehr Mana gibt. So. Au. Wie ich mir nie merken kann, dass die Dinger explodieren. So. Weg mit dem Ding. Weg vor der Explosion. So, einmal hier durchheizen. Die beiden Spawner killen. Und dann die ganzen Augen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt hier drauf trete. Ein Exit has been revealed. Okay. Ja, jetzt muss ich auf die andere Seite. Wie nervig. So, hier durch überall. Das wäre es jetzt, wenn ich so an die Vendor-Münze kommen würde. Au. So, hier einmal außen rum. Dann kann ich hier durch. So, ist mir egal. Wie oft sie mich anfackeln. Gut. Ich gehe jetzt nochmal da oben hingucken. Nee. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal durch die Flammen durchzugehen. Die eine Vendor-Münze spare ich mir jetzt mal. Das machen meine Nerven nämlich sonst nicht mehr mit. So, hallo. Bossgate. Dong, dong, dong. Fackeln. Bossroom. Der Lich. Okay. Heilen wir uns mal kurz bei dir. Ist ja so nicht so teuer. Und dann geht's ab zum Licht. Bete um Vergebung. Wow. Okay. Wow. Welcher ist jetzt der echte? Jetzt sind es schon mal 3. Ich glaube, die sind alle echt. Und hetzen weiße Fledermäuse auf mich. So. Stirb. Au, was zur Hölle? Stirb einfach. So. Wie zur Hölle hat er mich jetzt wieder getötet?
So. Und diesmal auch das Upgrade einsammeln. Okay, ich habe den Licht besiegt. Und eine Passage geöffnet. Wieder 5 Level up, 5 extra Leben. So. Extra Leben und den Weg auf die nächste Ebene. Kammern. Ja, wir haben die dritte, den letzten Akt erreicht. Gut. Aber bevor wir uns umgucken, was es hier gibt, mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis dann.